Leute, YouTube ist your boy Gelk hier mit einem neuen Video auf dem zweiten. Auf dem zweiten Kanal, ja, ich geb's zu. Komm. Ich geb's einmal zu, es ist der zweite Kanal. Ich google mich heute selber. Ich wollte gerade sagen, noch nie gemacht. Natürlich habe ich das schon mal so gemacht, aber ich habe noch nie richtig mal so mich gegoogelt. Wisst ihr, wie ich meine? Mich interessiert voll, was da steht, weil ich glaube, ich bin so einer, ich bin relativ gut, alles hier on the low zu halten und über mich die Informationen quasi zu verstecken. Und deswegen, ja, wir werden es herausfinden. Warte, ich muss erstmal anonym Tab machen, damit da auch ein unverfälschtes Ergebnis kommt. Also, bis jetzt, was haben wir hier stehen? Gleckmeier, ja. Gleckmeier Shop. Okay, macht Sinn. Warum geht die nicht einfach auf meine Videobeschreibung? Verstehe ich nicht. Also, das Gleckmeier tot. Also, das ist so geisteskrank, dass das da steht. Dieses Gleckmeier-Tod ist nur wegen diesem einen Pimmel hier, der dieses eine TikTok gemacht hat. Der Vollidiot. Er ist von einem Auto... Was laberst du? Wo ist da der Witz zu sagen, dass ich tot bin? Wo ist das lustig? Ja, er ist bei meinem Autounfall ums Leben gekommen. Wo ist der Witz? Der Edit ist aber hard. Es ist, als wäre er noch unter uns. Was schreiben die Leute für eine Scheiße? Ist das irgendwie lustig zu sagen, dass jemand gestorben ist? Ist der for real gestorben? Ja, leider. Hund heißt der Typ. Stolzer Nichtraucher. Ja. Stell dir vor, ich verrecke und Leute schreiben dann, gestorben, ja, und dann diesen Totenkopf-Emoji. Und was ist das? Ist das Furz-Emoji? Tja, er wurde gesliced. Mit seiner Daddelglatze. Erklärbär. Er ist tot, trauriger Smiley. Traurig, der arme Gelk. Und dieses kleine Stück Dreck. Dieses kleine Stück, dieser kleine Haufen Scheiße. Guck mal, was er macht einfach in einem Kommentar. PayPal, RGX Butterfly, please. Bitte spenden, ich habe mein Microsoft-Konto verloren. Weil du ein Vollidiot bist, hast du das verloren. Das war das Karma dafür. Der Wichser schreibt einfach, er hat keinen Führerschein. Der Typ hat einfach diesen Iceman 1337 aus meinem Video als Comment-Dingens. Okay, jetzt ist tot halt als erstes, ne? Merch, ja, brauchen wir nicht draufklicken. Discord, Name. Was passiert, wenn man dann nach meinem Namen sucht? Dann kommen halt, diese TikTok-Vorschläge. Wie groß ist Gleckmeier? Was ist das? Das ist einfach irgendeine Klamotte oder sowas. Was heißt GLP wirklich? Gleckmeier-Name, okay. Hier ist so ein bisschen so Zeug, aber wirklich steht nicht. Mein Insta kommt, die echten Namen von YouTuber. Okay, hier bin ich aber nicht dabei. Hier ist so ein Beitrag über mich. RP-Update. RP-Update? Was ist das denn? Also, ich habe das schon mal gesehen, aber die haben so einen Blog. What the fuck? Tag, liebe Gemeinde. Heute kümmern wir uns um einen weiteren Schandfleck der GTA-RP-Community. Selbst die Kindercharaktere haben es schon auf alt wie geschafft. Dieser Beitrag wird in zwei Kapiteln aufgeteilt, damit der ein oder andere das Ganze überspringen kann. Falls kein Interesse sind, sind einzelne Ausschnitte von Gleckmeier anzuschauen. Ich dachte gerade, er meint mich. Ich dachte gerade, er meint mich mit Schandfleck. Ich wollte gerade sagen. Kapitel 1, Gleckmeier und Night Dreams RP. Ja, dieser ist in der Szene als Troll bekannt und hat auch auf Server gekegelt. Ja, was uns im Video gesehen war beunruhigend, weil man da auch erste Interaktion mit Alt-Wie-Kindercharakter sah. Hier einige Ausschnitte. Meint ihr jetzt mich? In unterem Bereich wird das Video einmal verlinkt mit dem ganzen Kick. Gleckmeier trifft auf den ersten Kindercharakter auf dem Server. Da haben wir sie. Hallo, Schatz. Die üblichen Ganoven hier wieder, ne? Die Ganoven, die Ganoven. Oh, kleine Umarmung. Ein geiles Video gewesen, meiner Meinung nach. Damn! Ah, komm hier, komm hier, komm hier. Was macht die da für ein Kinder-RP? Das finde ich zum Beispiel voll krass. Magst du meinen Spaß, wenn noch füttern, bevor ich... Ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist affenpeinlich, ne? Am Folgetag kam es auf einen der nächsten Kinder gegleckt. Aber die machen über mein YouTube-Video, haben die so einen Dingens gemacht? What the fuck? Hä? Okay, wer kennt's nicht? Eine 12-Jährige, die solche blablablub, okay. Die haben da einfach so einen Blog drüber verfasst. Alter, der hat sich richtig Mühe dafür gegeben. Falls Gleckmeier Interesse hat, sich der Thematik anschließen möchte, komm ins Café. Man kann von Gleckmeier bzw. der Trollerbubble halten, was man möchte. Aber diesen Kegel zu sehen, habe ich in dem Moment wirklich Sympathie für ihn empfunden. Okay. Okay, krass. What the fuck? Der hat einfach so eine deutsche Analyse über mein YouTube-Video gemacht einfach. Guck mal, sowas findet man dann raus, wenn man sich mal so ein bisschen abgoogelt. Ja, warum auch immer kommt hier ein German Let's Play-Beitrag? Klick mal tot. Discord, echter Name. Kommt nichts. Klick mal ja geil. Was passiert, wenn man... Ich habe Angst, das einzugeben. Wartet mal. Okay. Ich hatte Angst, da kommt jetzt irgendwie sowas Nacktes oder sowas. Okay, hier kommen auch nur normale Videos. Wartet mal. Geh auf Bilder. Ich habe Angst ein bisschen. Tamam. Ja, ey, einfach Leute, das ist mir auch aufgefallen. Oder das wurde mir auf meinem Discord geschickt. Die haben einfach mein Merch. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Copyright oder sowas ist. Die haben das einfach in GTA-RP gemacht. Also es juckt mich nicht. Aber der Typ hat einfach, mein Merch war draußen. Der hat da so 3 Tage oder eine Woche für gebraucht. Und der hat den einfach in GTA-RP reingehauen. 344 Downloads. What the fuck? Hat das Kommentare? Gag.
Geil. So vergeilt. Lol. Lachkick. Wisst ihr, was ich noch letztens gesehen habe? Guck mal, was passiert, wenn man... Stimmt, das kann ich auch nochmal zeigen. Das ist so frech. Es ist so unglaublich frech. Das war ja auch einer der Vorschläge. Gleckmeier Merch. Man denkt sich nichts Böses. Einmal mein Merch hier. Denkt man sich doch nichts Böses. So korrekt oder nicht? Kann man doch mal gucken. Wer will, kann was kaufen. Ja, definitiv. Hier, Gleckmeier Shop. Ja, definitiv. Definitiv. Und dann... Man guckt so ein bisschen, ein paar TikToks. Official Gleckmeier Slice Shirt? 365 in Love Store. Das hört sich an wie so eine Pornoartikelseite. What the fuck? Einfach fake von meinem Merch. Und auch noch richtig schlecht. Also, der Typ hat einfach mein Merch. Der verkauft das für weniger als ich. Also, das ist halt ein Drecks-T-Shirt mit wahrscheinlich... Guck mal, kannst in jeder Farbe auswählen. Ist aus Amerika, muss wahrscheinlich noch Zoll zahlen. Aber irgendein Typ hat auf irgendeiner Schleimseite mein Merch hochgeladen. Hier kann sogar... Pullover haben wir noch gar nicht. Alles gut, Jungs. Er hat ja schon die Pullover für mich gemacht. Kriegt keinen einzigen Cent. Alles gut, Jungs. Stell dir vor, ich sehe irgendwann jemanden, der mein Merch als Pullover trägt, obwohl ich noch gar keinen rausgebracht habe. Anzeige ist raus. Ja, so ein Ding ist das. Mal gucken, hat er hier Reviews 0? Okay, hier steht auch nichts zu. Also wer... Kann man nicht lesen, welcher Typ das hochgeladen hat? Irgendeine amerikanische Seite, also es bringt halt nichts. Für die Leute, die nicht so viel Geld haben, hätte ich auch gesagt, auf korrekt, was für auf, schon fair, so, ey, ihr seid solche Wichser. Aber das Ding ist, wenn ihr das da holt, guck mal, der Typ hat einfach nur, er hat ja gar nicht diese Originalgrafik, weißt du? Er hat das Bild hier genommen, kopiert, also er hat, das ist in richtig schlechter Auflösung, richtig schlechter Fit und blabliblub, also das ist alles schlecht, also wie er das gemacht hat. Und ihr müsstet, glaube ich, sogar Zoll zahlen. Also Tom, wenn er genau das gleiche Shirt rausbringt, was auch von der Quali 1:1 ist, okay, dann bin ich selber, ich bin ja selber der Fake-Konnoisseur, ne? Aber Junge, what the fuck, er macht das so richtig schleimig und ich glaube, das ist es nicht mal damit. So viel ich weiß. Ja, perfekt, hier haben wir schon den zweiten. Verschmieren. Ey, Jungs, braucht noch einer ein Verschmieren-Shirt? Wir haben eins hier im Lager. Also das ist wohl einfach nur noch ein Witz. Also hier siehst du auch, guck mal, bei meinem Verschmieren-Shirt, da ist das hier so ein richtig cleaner Farbverlauf. Wisst ihr, wie ich meine? Seht ihr das, wie so, das so ausblendet und so leicht leuchtet? Bei dem, das ist so abgehackt halt, weil er das halt, wie gesagt... Er hat die Datei nicht von dem Bild. Burger, ja, das ist besser, ne? Holt euch alle das Scheiß auf meins, das ist besser, ne? Wie viel Gewinn machst du mit einem T-Shirt? Also die Quali ist jetzt, glaube ich, nicht anders, oder? Doch, die Quali ist 100.000% anders. Ich hasse diese Qualitätsmaggers mit blablablub. Qualität, bin ich ehrlich, kenne ich mich jetzt auch nicht so gut mit aus. Aber was ich weiß, ist, dass es ein nice T-Shirt ist, wisst ihr? Also mein T-Shirt, guck mal, wie das hier geschnitten ist. Wir hatten mal eine Zeit lang, weil das hier ausverkauft war, nur das. Das ist nicht so nice, außer du bist groß. Also dann ist das nice, aber es ist nicht so nice wie das. Das hier ist 10 von 10. Also das ist so basically. Also so ein perfektes Oversize-Shirt, finde ich. Aber hier, das sind halt so Standard-Tees, ne? Aber muss halt jeder selber wissen. Vielleicht gibt es ja von euch welche, die mögen sogar diese normalen T-Shirts mehr, die so enger sind und sowas. Aber beide sind ziemlich gleich gut. Ja, definitiv. Gleckmeier Merch ausverkauft. Das ist ein Stat? Ach, das ist ein Clip. Was passiert, wenn ich Gleckmeier eingebe und dann... Ne, okay, hier kommt nichts. Gleckmeier ohne Cap. Was kommt dann? Permaban wegen Glatze. Ich check nicht, warum dieses Drecksvideo so gut ankommt. Gefühlt nur wegen dem Thumbnail. Und was ist, wenn man hier auf Bilder geht? Ich hatte für eine Sekunde Angst. Okay. Es kommt kein Bild ohne. Obwohl es eigentlich welche gibt. Aber die findest du halt nicht, wenn du das eingibst, ne? Hier gibt es eins auf... Da war ich auf der Dokumi. Geht hard, ne? Das mit Skatepark Pimmelbloh. Warte, es gibt Gleckmeier bei Google Maps. Ich glaube, wir können noch Gleckmeier bei Google Maps eingeben. Wartet mal, wir gehen einmal auf... Wir geben hier jetzt einfach Gleckmeier ein. Guck mal, was es hier alles gibt unter meinem Namen bei Google Maps. Gleckmeier Fucky House, Wuppertal. Gleckmeier Kometensänger. Gleckmeiers See am See, Löcknitz. Gleckmeiers zweiter See, Löcknitz. Ich habe zwei Seen in Löcknitz. Gleckmeiers Fucky House. Was passiert, wenn ich da jetzt drauf drücke? Zwei Fotos. Sieben Bewertungen. Hammer geile Erlölung von Chicken Wings. Sven's Fucky House. Noch nie so einen guten Döner gegessen. Würde ein zweites Mal kommen. Tolle Gastfreundschaft. Was labern die für eine Scheiße? Kanjel. Hä? Das war Gleckmeiers Fucky House? Warte, was sind das für Bilder da? Was ist das? Warte mal. Gleckmeier Kometensänger, was auch immer ein Gott... Eine Sternebewertung Musikclub. Gleckmeier.shop, rund um die... Oberbolsenbach. Was ist das für eine Stadt, Oberbolsenbach? Das ist irgendwo am Arsch der Welt. Was ist das? Hier ist so ein Drecksfluss, See, Deich, Teich, whatever. Und warum hat der eine Ein-Sterne-Bewertung? Warte mal. Okay, wir gucken mal, wir checken mal meinen See in Löcknitz ab. Gleckmeier See, ja geil. 300 Fotos? Wie haben die das gemacht? 60 Bewertungen? Das kann doch gar nicht sein. Suche Gleckmeier, hab ihn verloren bei Fund melden. Bild ist auch dabei. Das sind Sachen auch vor 5 Jahren. Die haben einfach irgend so ein Kulturerbe umbenannt zu meinem Namen. Die Berichte sind gar nicht von mir. Die haben einfach irgendwelche Kultur... Die haben irgendeinen See, der 100 Millionen Jahre alt ist, in irgendeinem Dorf, haben die umbenannt zu meinem Namen. Warte mal, was sind da für Bilder?
Guck mal, was da für Bilder sind. Da hat irgendeiner Kacke oder so fotografiert. Das sind so ganz normale Bilder von diesem scheiß See. Warum heißt der Gleckmeier der See? Ich habe jetzt scheinbar einen See nach mir benannt. Geil. Ja, kann man mal machen. Warum nicht? Gleckmeier. Abonniert Gleckmeier. Karl-Liebknecht-Straße in Löcknitz. Was habt ihr alle mit Löcknitz? Voll geil. Gleckmeier, was? Wie oft kann ich Gleckmeier eingeben? Gleckmeier Pimmel oder Pimmelblo. Oder warte mal. Wenn man Pimmelblo eingibt, Snackautomat, Pimmelblo bei Geld. Guck mal, wie viele Bewertungen habt ihr? Friseursalon, Gleckmeiers Pimmelblo. Ich hab halt Angst, wenn ich da jetzt scrolle, dass da halt irgendwas mit einem P kommt, ne? Guck mal, das Bild hier von dem Dings. Oh, Pimmelblo bei Gag. Ah, nee, das ist das gar nicht. Pimmelblo Park? What the fuck? Rund um die Irge. Ja, ihr nennt einfach irgendwelche Parks und sowas um. Kriegt doch bald eine Anzeige oder sowas deswegen. Warte mal. Macht die mal alle so nebenbei auf in dem Fenster? Hier die Rezension. Guck mal, ihr habt euch echt Mühe gegeben, auch muss ich sagen, mit den Rezensionen, dass da so viele sind. War heute schon dreimal dort und muss sagen, ich kann mich nicht beschweren. Das Styling-Gel hat mein Leben verändert. Dazu eine frische Dose Fanta Pimmelblow-Geschmack. Man hat einen super Tag vor sich. Was war das überhaupt nochmal? Snackautomat. Ist da wirklich ein Snackautomat? Lecker Snacks, aber habe jetzt Haarglatzfall und sehe so aus. Soll das so? Ja, das ist der Sinn dahinter. Hat Gleck das gesehen? Blockcraft. Das ist alles von auf Cockcraft TV sein Mist gewachsen. Der hat damit angefangen. Wie hieß das erste? Der Skatepark. Der Skatepark war das Heftigste, weil den habe ich nicht mal gecheckt. Ihr habt einfach, also da dachte ich so, what the fuck? Weil die haben die Bilder so bearbeitet, dass das wirklich so aussah, dass ich da war. Skatepark bin mit Blow. Genau. Seitdem ich hier Snacks gekauft habe, habe ich orthopädischen Plattfuß bekommen und dazu noch extrem Haarglatz. Weil ich frage mich einfach, was die Leute denken, die einen Snackautomaten in der Nähe suchen, da hingehen. Dann, da ist ja gar keiner. Dann die Rezension gucken und dann ist da das. Hab Styling Gel gekauft, aber eigentlich Haarglatzfall und keine Haare. Passt schon. Hat Gleck reagiert. Warum fragst du das die Leute, die da Rezensionen schreiben? Der Inhaber, wer das so betreut, er antwortet zu jedem. Geil. Lol, habt ihr gesehen, wie die eine Stadt da hieß? Krakau, beziehungsweise Schwakau. Bikepark Pimmelblo 43. Görlitz, Sachsen. Die Junge schon wieder. Irgendein normaler Skatepark wurde umbenannt von euch zur Gleckmeier. Wie kann das so einfach sein, diese Sachen umzubenennen? Und das hat nicht mal irgendein Troll-Kommentar. Der hat das einfach nur umbenannt. Guck mal, das ist nicht ein Troll-Kommentar. Der hat das einfach nur umbenannt. Nein, der Skatepark Pimmelblo wurde runtergenommen, oder? Gibt es Skatepark Pimmelblo noch? Oh nein, okay. Keine Ahnung, egal. Schöner See, da riecht es aber ein bisschen nach Kanel. Kacka mit Gleckmeier. Habt ihr aber jetzt gerade geschrieben. Nennt mal ganz... Oh, wobei, kriege ich eine Anzeige, wenn ich jetzt sage, nennt mal ganz viele... Ja, Münze auf die Null. Haha, ich habe es gelesen. Ja, Münze auf die Alte. Münze, beste Leben. Bruder, was willst du jetzt von meinen Eiern? Ist mir doch scheißegal, was du mit Münze machst. Steck die Münze in den Arsch, meinetwegen. Münze auf die Null. Was juckt mich das? Kriege ich eine Anzeige, wenn ich sage, ihr sollt jetzt alle random Locations, die ihr bei euch in der Nähe habt, zu Gleckmeier umbenennen? Boah, doch, da krieg ich Safe-Anschluss. Macht das auf gar keinen Fall. Stell dir vor, das wird so dann so, das würde zu so einem riesen Trend werden, weißt du, dass so jeder Dönerladen so heißt und jeder Friseur oder whatever, weißt du, wie ich meine? Nee, rate ich auf jeden Fall von ab. So. Sagen wir mal so. Da ist so eine komische Bewertungsseite. Pimmelblo bei Gelg. Ein ägyptisches Restaurant in Rüdesheim am Rhein. Sag nicht, das ist ernsthaft ein Restaurant und ihr habt dieses ernsthafte Restaurant jetzt umbenannt. Nein, das ist ein echter Laden und ihr habt den umbenannt. Seid ihr dumm? Der Typ. Nummer leak. Ja, safe ist meine Nummer. Vollidiot. Permaban. Sehr geiler Park. Ein Typ namens Lorenz treibt da öfter sein Unwesen. Erkennbar an orthopädischem Plattfuß und starkem Haarglatzfall. Sehr schöner Park, seitdem er rebrandet wurde. Extremer Haarglatzfall. Hab extremen Haarglatzfall bekommen, als ich im Park war. Könnte sauberer sein. Zu viele Suchtkranke liegen und sitzen rum. Wie? Einfach nur versifft. Alles voller Kippen, Glas, Urin und Kot. Was ist das? Das ist ja schon wieder irgendwie. Ich dachte, das wäre ausgedacht. Übersicht. Fotos. 6 Fotos. Aber da ist kein Bild von mir, von den 6 Fotos. Ja, keine Ahnung. Bin gerade dabei, eine Schule, die noch nicht geclaimed wurde, umzubenennen. Jungs, wir lassen das mit diesem Video. Ey, bewerten und kommentieren nicht vergessen, Jungs. Und ja, hier, ansonsten den hier.